Hallöchen Jungs und Mädels, willkommen zum Grundkurs Gaming. Ich bin Dunkelzahn und wir spielen heute Shadowrun Chronicles Boston Lockdown, früher bekannt als Shadowrun Online. Und ich mache das jetzt schon zum zweiten Mal, eben wurde das Spiel gecrashed. Schade eigentlich, dadurch die Aufnahme natürlich unbrauchbar. So, und wir schauen heute mal, ob das Spiel, das ist der letzte Patch vor Release, der Release ist am 28. Und wir schauen mal, ob sich das, für wen sich das Spiel lohnt. Ob es Spaß macht. Ich habe das mal auf Deutsch umgeschaltet. Ich mache jetzt hier einen neuen Charakter. Schalte hier durch, damit ihr euch das angucken könnt. Und man kann halt nicht viel machen, ne? Bei der Charaktererstellung leider. Man kann da keine Attribute oder Skills vergeben oder irgendwas. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Da haben sie sehr viel verschenkt. Man kann seinen Charakter hier auch, abgesehen von der Rasse und von dem Porträt, der Hautfarbe, der Frisur, nicht weiter anpassen. Also klein, dick, groß, dünn oder sowas geht alles nicht. Und ich habe vorhin schon so herrlich gelacht beim ersten Mal spielen, wegen der Übersetzung. Hier zum Beispiel haben sie komplett vergessen zu übersetzen. Und beim Schutzgeist Bär haben sie auch erstmal nicht übersetzt den Text. Und genauso wie der Schutzgeist Ratte. Aber sie haben halt auch die Attributmodifikation komplett vergessen. Hier haben wir wenigstens bei Schutzgeist Schlange. Da ist alles da, so wie es sein soll. Aber bei den anderen beiden haben sie es schlicht und einfach vergessen. Das ist ein bisschen komisch, auch ein bisschen schade. So, Undercut, nee, hat jeder. Ich schalte hier einfach mal durch, damit ihr gucken könnt, was es gibt. Die Modelle sehen gefühlt tatsächlich ein bisschen besser aus als in der letzten Version. Aber auch nicht so überragend, dass ich jetzt sagen würde, ja, das haut mich komplett von den Socken. Und man kann, wie gesagt, auch nicht so viel anpassen. Ne? Also Elfen sehen jetzt im Prinzip vom Gesicht her, vom Körperbau, von der Körperhaltung alle komplett gleich aus. Da man kann nicht mal die Haarfarbe irgendwie verändern, fällt mir hierbei gerade auf. Sondern die Bärte kommen halt alle zum Beispiel auch in einer vordefinierten Haarfarbe. Und die ändert sich auch nicht. Und da kann man natürlich jetzt Pech haben. Und die Bartfarbe des Bartes, den man sich ausgesucht hat, passt gar nicht zur eigentlichen Haarfarbe. Also vielleicht nochmal nachbessern, Entwickler. Wäre das möglich? Das Ding wird Einsatzbesprechung. Boston 2076. Das Letzte, an das du dich erinnerst, ist eine Explosion. Dann wurde alles um dich herum schwarz. Du kannst Stimmen in der Dunkelheit flüstern hören, während der scharfe Geruch von Desinfektionsmittel in deine Nase steigt. Mission starten. Also ich werde jetzt hier alles so ein bisschen vorlesen, denn es gibt eigentlich Voice-Overs, also eine Synchro. Hier Primetime, einer der Entwickler, ist gerade im Chat und die haben gerade auch schon gesagt, sie würden gerne einen Run machen. Das war vorhin um 11. Um 18 Uhr ist der Patch rausgekommen und da haben sie gesagt, ja, jemand, der vielleicht schon ein bisschen weiter im Spiel ist, ein Decker oder so, wäre total gut. Und wie gesagt, es gibt eigentlich Voice-Overs für die Hauptcharaktere zumindest, also für den Chirurgen vielleicht nicht. Aber die scheinen im Deutschen noch nicht fertig zu sein und sie sind dann scheinbar noch nicht mal auf die Idee gekommen, die Englischen einfach drin zu lassen, für alle, die das Ding auf Deutsch stellen. Und ich habe das eigentlich umgestellt auf Deutsch, um mal zu gucken, wie die Übersetzung ist. Damit habe ich ja auch immer so ein bisschen Probleme, weil die leider auch in diesem Spiel nicht wirklich gelungen ist. Wir werden gleich ein paar richtig gute Beispiele dafür sehen, also freut euch schon mal drauf. Subjekt fertig für Anästhesierung. Anästhesierung gestartet. Ja, zwei Typen hier mit irgendwelchen Masken, Ganzkörperschutz-Bio-Anzügen scheinbar. Bereite Cortex-Implantat vor. Ich mag kein Cortex-Implantat, danke. Cyberware ist übrigens hier in der Version drin. Ich hoffe, da können wir auch mal gucken. Gleich, soweit bin ich noch nicht gekommen beim letzten Versuch, das hier aufzunehmen.
Cortex vorbereitet. Ja, toll, danke. Die Führungseinheit wird zufrieden sein. Führungseinheit, ja, als wenn die hier Roboter wären, irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich glaube, die Stelle ist im Englischen auch ein bisschen merkwürdig. Psst, wir sollen nicht darüber reden. Ja. Fehlfunktion in der Anästhesierungseinheit. Wir müssen abbrechen. Als wenn die hier nicht drüber reden dürfen. Ich meine, die werden ja nicht belauscht. Ich bin komplett außer Gefecht gesetzt. Eigentlich, wenn jetzt die Anästhesierungseinheit hier nicht komplett ausfallen würde. Der Patient kommt zu Bewusstsein. Übernehme die Anästhesierung per Hand. Lass mich. Was machst du? Ja, meine erste Frage erstmal. Ja, beruhigen Sie sich, legen Sie sich hin, Sie waren Opfer eines Unfalls, alles wird wieder gut werden. Ach, nichts wird jemals wieder gut. Nein, nein, tu dieses Ding weg. Also die, statt einer echten Zwischensequenz gibt es hier halt diese Dialoge, die man halt dann halt durchklicken kann und wo auch immer nur die Charakterporträts der interagierenden Leute auftauchen. Bisschen schade, ein bisschen Potenzial vergeben auch. Ich glaube, so ein paar Animationen hier einzubauen, wenn nicht zu viel verlangt gewesen. Nicht bleiben sie liegen, arg. Gleich haben wir den Typen jetzt zwischen die Beine gehauen oder ihn gleich getötet oder irgendwas. Was machen Sie da? Bitte bleiben Sie zurück. Das ist alles ein Missverständnis. Klar, die gute alte Ausrede. Ein Missverständnis. So, und jetzt kommen wir hier, also kratzen uns erstmal am Arsch von unserem halboffenen Krankenhaus nach Hampshire. So, und hier ist Jane und die hat eigentlich in der englischen Version Voice-Over. Gibt's hier im Deutschen nicht. Vielleicht schneide ich nachher das Englische nochmal irgendwie rein oder mache eine extra Folge zum Vergleichen. Endlich bin ich zu dir durchgedrungen. Was ist passiert? Warum sind diese Typen tot? Egal, raus mit dir, bevor die Sicherheit dich schnappt. Richtig, warum sind die tot? Nee, scheiß drauf. Egal, die sind jetzt halt tot. Wo bin ich? In einer Forschungseinrichtung im Untergrund. Im Untergrund. So wie das A-Team, scheinbar. Du standst unter starken Beruhigungsmitteln. Vielleicht bist du noch etwas durch den Wind. Konzentriere dich auf meine Stimme. Ich leite dich nach draußen. Ah, danke. Was soll ich tun? Du musst einen Weg finden, die Tür zu öffnen. Da muss ein Knopf in der Nähe sein. Richtig, Knöpfe in Türen. Nicht, dass die hier irgendwie einen Sensor hätten, ne? Wenn man hier irgendwie desinfiziert ist oder so, dass man da nicht alles angrabbeln muss. Hier fehlt auch noch irgendwie der Tooltip, komplett vergurkt. Keine Ahnung warum. Habe ich ihn umgebracht? Und zwar gerade rechtzeitig. Aber bitte bleibt nicht stehen, wir haben wenig Zeit. Also eben wusste sie noch nicht, warum die Typen tot sind. Jetzt weiß sie, dass wir das rechtzeitig waren. Super. So, was gibt's hier? Was ist passiert? Du warst bewusstlos und sie haben dich mitgenommen. Jetzt müssen wir dich hier rausbringen. Beeil dich. Ja, danke, das konnten wir uns auch schon zusammenreimen. So, was haben wir hier? Also wir haben dieses Nachthemd an, dass wir uns halt von irgendwo geklaut haben. Hier oben auch sehr schöner Tooltip, ne? Drücke Q und W, um die Kamera zu rotieren. Es ist natürlich Q und E, wie zu erwarten. So, und hier haben wir irgendwie so ein Ding, ne? Das wird hier unten als kompaktes Sturmgewehr angepriesen. Ist in Wirklichkeit irgendein Taser mit einem schwachen Taserangriff. Außerdem haben wir einen Schlagknüppel auf dem Rücken. Keine Ahnung, wo wir das Zeug her haben, weil wir haben ja dieses Nachthemd, ne, durch das man auch unseren Hintern richtig gut sehen kann, indem wir uns ja auch schon ausführlich gekratzt haben, gleich beim Aufwachen. Und also das Spiel erklärt hier an der Stelle nicht wirklich viel. So, hier haben wir ein Interaktionssymbol, ohne dass uns gesagt wird, was es eigentlich ist. Wir können jetzt aus dem Kontext natürlich erraten, das ist der Knopf, den wir drücken müssen, um die Tür zu öffnen. Bzzzt. Super. Fein, und nun beweg dich. Wir müssen dich hier rausschaffen. Fein, na, ist klar. Beweg dich den Korridor entlang und verteidige dich. Gut, dann gehen wir hier in Deckung. Also sie haben so ein paar Elemente von XCOM geborgt. Das ist keine schlechte Sache, finde ich. Aber sie haben diese Elemente nicht wirklich durchdacht teilweise. Bring ihn raus, den Müll oder was. Also hier schon harter Übersetzungsfehler. Super gemacht, Leute. Ich bin stolz auf euch. Die Leute kommen aus Österreich, ne? Das sind Cliffhanger Productions, die gleichen, die Jagged Alliance Online gemacht haben.
nicht das gute Jagged Alliance oder das semi-gute, sondern Jagged Alliance Online. Und mir ist schleierhaft, wie hier solche Übersetzungsfehler reinkommen. Haben die das irgendwelchen Abiturienten zum Übersetzen gegeben, die Grundkurs Englisch oder Französisch haben oder was? Ich meine, die Schreiber bei denen haben die Texte wahrscheinlich in Englisch verfasst, okay, gibt's gar nichts gegen einzuwenden, aber warum konnten die gleichen Schreiber jetzt nicht auch die deutschen Texte dann machen? Ich meine, die sprechen doch Deutsch in Österreich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Nicht nachdenken, einfach machen. Ja, nicht nachdenken, das scheint hier die richtige Devise zu sein. So, und jetzt haben wir einen Typen, der ist in Deckung gegangen, toll, der hat irgendwie einen Elektroschraubenschlüssel in der Hand. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Vielleicht ein... Ich weiß es einfach nicht. So, der hat 10 Lebenspunkte. Unser Taser macht 5 Punkte Schaden. Betäubt aber. Das können wir direkt mal ausprobieren. Wir haben 90% Trefferwahrscheinlichkeit. Ansonsten hätten wir hier unseren Schlagstock. Der macht direkt 10 Schaden. Würde den Typen also umbringen. Aber wir versuchen das vielleicht einfach mal so. So. 5 Punkte Schaden, der ist betäubt. Er hat also seine Runde verloren. Man hat immer 2 Aktionen, genauso wie bei XCOM. Dem neuen XCOM wohlgemerkt. Und da kann man dann entweder 2 Bewegungsaktionen, also normal laufen und dann noch sprinten. Sprinten kostet die 2. Bewegungsaktion. Wenn man normal läuft, kann man in seiner 2. Aktion noch irgendwie Leute totprügeln, schießen, nachladen, irgendwas. Und wenn man aber einen Angriff ausführt, wird die Runde beendet. Also dann ist, wenn man das mit der ersten Aktion macht, ist die 2. Aktion dann verfallen. Das führt eigentlich dazu, dass wenn man stationär kämpft, immer nachlädt und dann schießt und dadurch eigentlich nie in Munitionsmangel kommt, weil man auch unendlich viel Munition dabei hat, wenn man halt stationär bleibt und sich nicht bewegt und dann schießt. Also die Entwickler sagen, dass dieses System soll halt auch das Bewegen und Flankieren irgendwie ein bisschen fördern, aber eigentlich macht es auch ein bisschen das Gegenteil. Gut gemacht, nun öffne die Tür da drüben. Du kannst nicht durch das Vorzimmer raus. Sie redet mit uns irgendwie mit so einem Kleinkind, ne? Also. Keine Ahnung. So, Subjekt ist in Raum 3. Ich wiederhole, wir haben das Subjekt in Sichtweite. Achtung, die haben Knarren. Nein, bewaffnete Chirurgen. Die sind bestimmt irregefährlich. Ich werde sie ausschalten müssen. Also wir sind auch irgendwie eher Conan der Barbar als irgendjemand Intelligentes. Greif sie von der Flanke aus an, dann kannst du sie besser erwischen. Ja, greifen wir sie doch von der Flanke aus an. Na, natürlich. So, also wir benutzen jetzt unsere erste Aktion, um in Entdeckung zu gehen. Wir haben jetzt vor der Tür nicht nachgeladen, was man natürlich normalerweise machen würde. Gut, du bist in Deckung. Hey, wir haben es geschafft, Vorschule. Hey, so werden sie dich schwerer treffen können. Aber du kannst auch nicht so gut angreifen. Ja, ich erinnere mich nicht. Also wir sind wirklich ein bisschen dumm in dem Fall, scheinbar. Die haben unseren Cortex scheinbar sehr gut vorbereitet. Bleib in Bewegung, nimm sie von der Seite, ja, und zwar hart von der Seite. Also, sorry Leute, diese Übersetzung geht gar nicht. Ah, verdammt, ich bin getroffen. Also für 2 Punkte Schaden, ne? Der trifft uns auch für 2 Punkte Schaden. Auch richtig evil, die Typen. Oh. Ah, du erinnerst dich, was zu tun ist. Nun hast du eine klare Schusslinie. Nimm sie dir vor. Na klar, da benutzen wir auch unseren bewährten Taser. 89% Trefferwahrscheinlichkeit. Der hat nur 3 Lebenspunkte. Der Taser macht 5 Punkte Schaden in jedem Fall. Da machen wir platt. Ist hier schön mit Lichtbogen. Ah, läuft, ne? Also der Taser für so eine kompakte Waffe. So, und wenn man jetzt halt in Deckung ist, ne, würde man normalerweise die erste Aktion ist jetzt hier verschwunden. Das Nachladen benutzen und dann einfach schießen. Spitzel. Und hier, oh, zerstörbare Umgebung. Sieht ein bisschen komisch aus. Ja, fein! Als wenn wir ein Hund wären oder so, redet die mit uns, ne? Fein! Gut, dass du deine Instinkte immer noch funktionieren. Ach, dass deine Instinkte immer noch funktionieren. Ja, so ein feiner Leckerli. Entschuldigung.
Ich übertreibe jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Hier haben wir eine typische Zielzone. Da sollen wir einfach hin. Da oben steht es auch. Flieh, du Narr. Geh zum gelben Ausgangsbereich. So. Da sind wir. Na, das war auch nicht so schwierig. Ha, da sind wir wieder auf Vorschulniveau. Wie geht es in deinem Kopf? Erinnerst du dich langsam? Ich glaube schon. Ich sollte diesen Smedley wegen eines Jobs treffen. Ja. Und das war der Einführungsrun, das Tutorial quasi, mit herrlichen Dialogen. Dafür gab es 6 Karma. Und die Entwickler haben sich aus mir 4 Wochen davor, nicht etwa vorher oder zuvor, nein, davor. Die Entwickler haben sich aus mir vollkommen unerfindlichen Gründen dazu entschieden, die Charaktere jetzt nicht mit Geld oder Karma auszurüsten, damit man gucken kann, wie sich die neuen Systeme verhalten. Zum Beispiel Cyberware kostet wahrscheinlich eine Menge Geld. Das werden wir gleich mal rausfinden. Sondern sie haben halt einfach gesagt, ja, in 2 Wochen ist Release. Bis dahin könnt ihr halt grinden und dann wird eh resettet. Und hier die ganzen Typen, die tragen die gleiche Unterwäsche wie wir, ne? Das sind wir. Und hier, da sieht man, wie unglaublich vielfältig diese Charaktere aussehen. Der zum Beispiel sieht fast genauso aus wie wir. Ist aber scheinbar ein Mensch statt einem Elfen. Hier die Zwerge sehen auch sehr unterschiedlich aus. Ja, ich kann gar nicht die Kamera drehen hier. Wenn ich, okay, also hier geht Kamera drehen schon mal gar nicht. Dass man hier die Charaktere irgendwie ein bisschen angucken könnte. Und ich kann euch kurz die Karte, ja, von Boston zeigen. Das ist die Karte. Die ist in unterschiedliche Distrikte aufgeteilt. Die sollen angeblich auch eingefärbt sein und damit ihren Zustand präsentieren. Sehenswürdigkeiten sind hier so ein bisschen gold, gelb, orange, was auch immer vorgehoben. Aber ich sehe halt keine farbliche Markierung, wie die einzelnen Abschnitte, die Stadtviertel hier, was die anzeigen sollen, was für Zustände die haben können, das wird einfach nirgendwo erklärt. Das klärt sich dann vielleicht in der Vollversion. Hier in der Version gibt es 4-Spieler-Koop. Schauen wir uns vielleicht auch noch an. So, hier haben wir den Ausrüstungsbildschirm. Wir sehen unsere Grundattribute hier. Lebenspunkte, Bewegung, Essenz. Also nicht ganz so umfangreich wie im P&P. Einige würden das vielleicht auch als ärmlich bezeichnen. Aber die Entwickler haben sich jetzt halt entschlossen, den Fokus auf die taktischen Kämpfe zu legen, ähnlich wie bei XCOM. Nur, dass die Story, über die weiß ich zumindest noch nicht so wirklich viel. Es geht irgendwie um Drachen und Zombies und dass Boston abgeriegelt wird wegen dieser Zombies und das Ganze sieht ein bisschen aus wie der Renraku Arcology Lockdown. Nur eben, dass wir im Innern sind und eine ganze Stadt betroffen ist. Also es spielen Zombies mit. Yay, davon gab es in letzter Zeit so wenig Spiele, zum Glück. Und es spielt keine verrückt gewordene KI, sondern ein verrückt gewordener Drache mit. Ja, mal sehen. Vielleicht wird die Story noch gut. Vielleicht tue ich der Story jetzt gerade total unrecht. Und die wird in Wirklichkeit brillant. Die Fertigkeiten, ja, also das Fertigkeitensystem hervorragend zusammengeschrumpft. Ich kann ja einmal durch die ganzen Skilltrees gehen. Es gibt immer diese Skilltrees und da kann man dann halt meistens zwischen 2 Sachen auswählen. Und für die Skills haben sie das auch einigermaßen vernünftig umgesetzt. Meistens. Hier hat man halt meistens so solche Skills oder öfter, wo man sich halt entscheiden kann, wie verbessere ich meinen Skill. Da hat man auch sowas, da muss man sich halt wirklich entscheiden. Also man kann auf jeder dieser Stufen, ne, von links nach rechts gesehen, wirklich immer nur ein Ding nehmen. Und da muss man sich jetzt entscheiden, nämlich lieber den Hammer oder White Noise. Und das soll angeblich die Charaktervielfältigkeit stärken, schränkt aber eigentlich die einzelnen Charaktere ein, finde ich. Also ich fühle mich da in meiner Charaktererschaffung wirklich eingeschränkt, weil ich halt nicht das machen kann, was ich eigentlich machen wollen würde. Dann gibt es ja auch noch so passive Fähigkeiten immer drin.
wie zum Beispiel 3 zusätzliche Lebenspunkte, weil ich jetzt mit automatischen Waffen umgehen kann. Das wirkt auch nicht so wirklich durchdacht. Hier gibt es Hinterhalt oder schnell. Ich habe auf einmal mehr Reichweite beim Laufen, weil ich mit automatischen Waffen umgehen kann. Das hätte man vielleicht lieber in einen von diesen Grundbäumen getan. Ich gehe jetzt hier trotzdem noch mal kurz weiter durch. Wobei die Grundbäume, wir werden das gleich sehen, auch nicht wirklich gut durchdacht sind. Da ist eine ganze Menge Potenzial leider verschwendet worden. Das Spiel macht jetzt Spaß, zumindest kurzfristig. Allzu viel konnte man ja noch nicht machen bis jetzt. Den hatten wir gerade, sorry. Ja, pure Gewalt, ne? Ist eigentlich auch Hiebwaffen, also stumpfe Waffen. Stumpfe Nahkampfwaffen. Hier muss man sich halt wieder entscheiden, ne? Was möchte ich haben. Ich nutze hier wieder so eine passive Fähigkeit für Lebenspunkte. Und ich habe gerade den Faden verloren. Habe ich mich selbst rausgebracht. Sehr gut. Aber auf jeden Fall richtig, es ging um die Grundbäume, glaube ich, gerade. Die sind halt nicht wirklich gut gemacht, finde ich. Weil, hatten wir Klingenrade? Ich glaube, wir hatten Klingenrade. Die Eisenhautmeditation, genau, darauf wollte ich noch eingehen. Du bist immun gegen kritische Treffer. Das ist eigentlich eine Sache vom Namen her, die ich eher einem Chi-Adepten zuordnen würde als Chi-Kraft. Weiß ich nicht. Hier gibt's Hexerei, also das, was hermetische Magie wahrscheinlich sein würde. Und hier ist das, was schamanistische Magie ist. Das fängt man mit Energieblitz an und dann kann man beschwören. Da muss man sich hier schon entscheiden, was möchte ich haben. Und die Grundbäume sind halt so unglaublich schlecht, weil sie einfach alles reingesteckt haben. Ne? Zum Beispiel im Verstandgrundbaum. Da hat man hier sowas wie verbesserte Abwehr, was Reflexe wären wahrscheinlich und Hacking. Warum ist Hacking nicht im Hacking-Tree? Das hier ist eine Fähigkeit, die benutzt man zum Looten, genauso wie Organernte. Also da gibt es dann so Lootplätze halt und wenn man die richtige Fähigkeit hoch genug hat, dann kann man da halt irgendwelches Loot mitnehmen. Und sie haben halt hier einfach alles rein, ich weiß nicht was, Organernte irgendwie im Verstandbaum, der eigentlich nach meinem Verständnis die Grundattribute repräsentieren sollte, die geistigen, was das hier zu suchen hat. Und vielleicht könnte man es auch irgendwie aufsplitten, dass man hier zum Beispiel Logik und Reflexe irgendwie trennt und hier Willenskraft vielleicht was als, wo haben wir es? Ach, das ist hier gar nicht drin. Die verbesserte magische Panzerung durch Willenskraft ist hier zum Beispiel gar nicht drin. Panzerung funktioniert zum Beispiel auch so, dass es einfach nur aufgesetzte Lebenspunkte sind und nicht so Panzerung, wie man sie eigentlich kennt. So, und hier muss man sich ja auch entscheiden, möchte ich jetzt Schloss knacken werden oder Kisten und Türen aufstemmen können. Und man kann scheinbar auch nicht geschickt und konstitutiv gleichzeitig sein. Das... Ja, macht die Entscheidung natürlich schwieriger, aber man kann halt auch ganz bestimmte Kombinationen, wie zum Beispiel einen stabilen, schnellen Charakter, ne, was ja eigentlich ein Tank wäre, der steckt viel ein, hat einen guten Ausweichenwert, typischer Tank, kann man einfach nicht vernünftig bauen mit diesem Baum. Und Support-Charaktere, die sich zum Beispiel nicht auf Kampf spezialisiert haben, sondern auf Loot und was weiß ich, Hacking irgendwie, was auch einfach nur Schaden macht im Moment im Kampf, ist auch eine von diesen Waffenfähigkeiten einfach. Solche Charaktere kann man einfach nicht machen, das fehlt mir. Das ist mir zu wenig Shadowrun auf jeden Fall. Dafür kann man hier ganz toll, guck mal, hier kann man die Frisur, genau, aber die Haarfarbe kann man zum Beispiel nicht ändern. Man kann halt hier die gestreifte Strümpfe, sieht man das jetzt irgendwie? Ich glaube nicht. Dazu müssen wir uns erstmal hier ausziehen. So, fern. So, und jetzt können wir hier die Unterwäsche durchschalten. Großartig. Also, man kann hier schon eine Menge seinen eigenen Look irgendwie zusammenstellen.
aber die Gesichter sehen halt alle gleich aus, wie gesagt. Das ist echt ein bisschen schade. Also ein bisschen was kann man echt machen. Das ist ganz nett. Ich hoffe, da kommt auch nach der Veröffentlichung noch ein bisschen was dazu. Weil das hier reicht mir einfach noch nicht. Muss ich sagen. Und hier Holo Dragon können wir uns über den Kopf pappen. Yay. Das ist ja toll. Gesichtsbemalung, ganz neu, ganz wichtig auch. So, hier können wir uns dann tätowieren lassen. Das ist jetzt auch neu im Patch. Weiß ich nicht. Dass man die anderen Spieler hier sieht, ist auch neu im Patch. Das ja, ist mehr oder weniger gut. So, und jetzt schauen wir mal nach Cyberware. Ich meine, die müsste es hier unten geben. Bei Cyberware to go. So, Cyberware-Katalog. Schauen wir einfach mal rein. Und wir dürfen scheinbar noch keine kaufen. Wahrscheinlich, weil wir einfach eine zu niedrige Stufe haben. Also, diese Waffen hier, die gibt es auch nicht wie in Shadowrun. Verschiedene Waffen, die man dann mit verschiedenen Aufsätzen modifizieren kann oder mit verschiedenen Austauschteilen, Smart Link einbauen oder irgendwas. Sondern die gibt es in verschiedenen Stufen. Ist nicht so schön. Hätte man sich sparen können. Hätte man schöner machen können, dichter am Shadowrun-Universum, um da einfach noch ein bisschen mehr Shadowrun-Feeling, das mir komplett fehlt bei dem Spiel, aufbauen zu können. Und ich hätte euch jetzt super gerne Cyberware gezeigt, aber wir dürfen die scheinbar noch nicht kaufen. Wahrscheinlich wirklich, weil unsere Stufe zu niedrig ist. Hier können wir uns Cyberware einbauen lassen, falls wir irgendwo welche finden, mit Organernte unterwegs. Jo, das ist das. Also vielleicht spiele ich hier mal ein bisschen. Ich wollte ja sowieso noch mal die englische Version zeigen. Und dann komme ich vielleicht dahin, Cyberware mal irgendwie zu zeigen oder irgendwas. So, und ein Dialog läuft üblicherweise so ab. Das Medley müsste eigentlich auch synchronisiert sein. Frage wegen des Runs. Hey, bist du Medley? This is a test message. Und this is a test message. Sehr schön, also Mr. Pembrandon für dich, sagt er. Und ja, Voiceover scheint irgendwie drin zu sein im Deutschen. Also die Struktur ist natürlich da, aber sie haben jetzt hier nicht mal die Test Message rausgenommen, mit der sie das getestet haben. Entschuldigung, Mr. Pembrandon, unser gemeinsamer Bekannter RC hat gesagt, er sagte mir, ich soll mit ihm Kontakt aufnehmen. Nur ein Scherz, jeder hier nennt mich Smedley. Aber nur weil dich ein Chammer empfohlen hat, bekommst du hier noch keine Sonderbehandlung. Ich erwarte auch keine. RC sagte, ich könnte dir nützlich sein. Hat er das? Nun pass auf, es läuft wie folgt. Du bekommst einen Vorschuss auf deinen ersten Job, den ich dir von deinem Verdienst abziehe, wenn du erfolgreich bist. Von dem Geld solltest du dir ein bisschen Ausrüstung zulegen. Und wenn ich den Job vermasse? Dann sind deine Sorgen sicherlich nicht mehr materieller Art. Verstanden, ich brauche die Kohle, also bin ich dabei. Hier ist dein Vorschuss, melde dich zurück, wenn du übers Geschäft sprechen willst. So, dann bekommen wir 1600 Nuyen. Yes, Geld. Damit, und oben haben wir gesehen, der konnten die Konsolenüberschrift, der Fenstertitel war einfach nicht so, war auch noch nicht da für die deutsche Version. Treibst du diese Klinik? Ja, richtig. Kann ich dich für ein paar Körperverbesserungen interessieren? Ja, wenn du mir denn welche verkaufen würdest. Wir gucken nochmal. Wir haben ja jetzt Geld. Vielleicht funktioniert das jetzt. Möchtest du schneller werden? Stärker, härter oder länger? Ja, ich würde gerne härter und länger werden. Auf jeden Fall. Ich mache deine Träume wahr.
Dieses Loch ist wirklich eine Cyberklinik, sieht mehr aus wie ein Schuppen, sieht mehr wie ein Schuppen für Organhandel aus. Oh, komm schon, manche Sachen sollte man nicht zu sehr trennen. Warum sagen wir nicht, es ist beides? Also die Dialoge sind schon nett geschrieben, teilweise die Übersetzung natürlich indiskutabel, aber naja, sie haben es wenigstens versucht. Und es wird ja vielleicht auch noch besser nach Release. Du machst Witze, machst du doch, oder? Ja klar, natürlich, nur ein Medizinscherz. Alle deine Körperteile sind hier absolut sicher. Hahaha, lustig. Und hier rennt uns ein anderer Spieler ins Bild. Super. Aber können wir dann wenigstens mal aus der Nähe angucken. Und ja, Elfen sehen irgendwie alle gleich aus. In diesem Spiel zumindest. Okay, das beruhigt mich. Ich habe meine Erfahrung mit Straßendogs, aber das hier... Lass dich nicht von Äußerem täuschen. Meine Fähigkeiten sind einzigartig. Ich war Top-Kosmetikchirurg bei MarsGen, bevor ich meine Kollegen bezichtigt haben, etwas experimentell zu sein. Experimentell? Was genau meinten sie damit? Ich habe allen Organen Schönheit gegeben. Warum sollte man sich nur um äußere Ästhetik kümmern? Warum nicht auch innen gut aussehen? Zum Beispiel mit einer wunderbaren Designerleber. Aber diese Heuchler kannten meine Kunst nicht und drängten mich aus dem Job. Ah ja, die Leute von heute haben keinen Respekt mehr vor Genialität. Ja, oder vor guten Lizenzen, die man dann vielleicht auch ein bisschen originalgetreu umsetzen sollte. Ja, genau, also wenn du irgendwas brauchst, komm gerne vorbei. Du kannst etwas direkt von der Konsole neben mir bestellen oder lass mich einbauen, was du von anderen Quellen so mitbringst. Was ist, wenn ich über etwas stolpere, was ich aber nicht selbst verwenden möchte? Du meinst Bio- oder Cyberware-DM, sagen wir... Kampf erprobt ist? Leg sie hier einfach ab. Die Konsole wird sich scannen und berechnen, was du dafür bekommst. Natürlich. So. Wir schauen nochmal in die Konsole rein. Vielleicht bekommen... Ja, wir bekommen was angeboten. Ja, ein Teil. Ein BioWare-Reflexrekorder. Dieser Gegenstand reduziert deine Essenz um 1 und... gibt uns einen Präzisionsbonus und einen Bonus für kritische Trefferwahrscheinlichkeit und Bonus für kritischen Schaden und einen Drohnenkraftbonus und einen Hackingbonus und ist außerdem noch richtig billig. Kostet 1 Essenz, das ist eine Menge, hilft uns beim Kämpfen aber mittelprächtig weiter. Also wenn wir auf kritischen Schaden gehen würden, wär das vielleicht eine ganz gute Sache. Zum Balancing von Cyberware kann ich jetzt natürlich nichts sagen. Vielleicht spiele ich noch mal ein bisschen. Für die Aufnahme mache ich erstmal Schluss. Ich werde noch mal eine Aufnahme machen mit dem Intro-Run in Englisch. Einfach zum Vergleich für euch. Und... wenn ich irgendwas mit der Cyberware, wenn ich rausfinde, dass sich das lohnt oder so, dann mache ich da auch nochmal eine Aufnahme, wo ich dann ein bisschen gelevelt habe oder irgendwas. Schauen wir mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ganz kurz zum Abschluss noch, wenn ihr Shadowrun erwartet bei dem Spiel und Shadowrun kennt aus anderen Quellen, dann verabschiedet euch von der Vorstellung, dass das ein Shadowrun-Spiel ist. Als Taktikspiel könnte das echt gut sein, aber als Shadowrun-Spiel ist es bis jetzt meines Empfindens nach durchgefallen. So, jetzt aber wirklich einen schönen Tag noch, Jungs und Mädels. Macht's gut. Bis dann. Ciao.